gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you. So, jetzt kommt es hier zu einem Wechsel. Sie liegen knapp hinten und vielleicht ist das jetzt der Joker, den Sie brauchen. Sie wollen das Spiel noch drehen, Sie versuchen viel. Son mit Platz auf dem Flügel. Schuss für Richarlison! Verhindert da, dass es gefährlich wird. Auf dem Flügel ist der Platz da, jetzt für Kulusevski. Schön dazwischen gegangen. Da sind sie da, guter Block. Tottenham hat die Ecke, hat die Chance, diese knappe Führung auszubauen. Ah, halbherzig, das ist nach wie vor gefährlich. Jungmin-Son. Und er schießt. Die Ecke könnte Gefahr bringen. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Da kommt der Schuss. Liverpool braucht den Ausgleich und die Fans geben nochmal alles. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Mohamed Salah. Ball wieder zu Salah. Ganz souverän hier vom Torhüter. Richarlison. Richarlison mit der Chance. Es läuft für sie. Er macht das Tor. Neue Führung damit also. Zwei Tore. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber es ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Ein tolles Tor. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. So, gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Partie, in der ein klarer Rückstand für die Gastgeber auf der Anzeigetafel steht. Enttäuschung, wo man hinschaut bei Liverpool. Ich glaube, die haben sich aufgegeben. Wer soll hier noch für die Wende sorgen? Wer soll das noch drehen? Nee, da glaubt keiner mehr dran. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Und jetzt Thiago. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Können Sie verkürzen? Parade von Lloris. Weiter geht's. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Emerson. Chance für den Konter jetzt. So, Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen Sie eigentlich mehr machen.
Luis Diaz. Ball wieder zu Thiago. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Kulusevski. Und dann doch der Ballverlust. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Mohamed Salah. Alexander Arnold. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Der Wechsel bei Tottenham. Richarlison. Pass zurück zu Son. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Rodrigo Betancourt. Gehalten. Macht er gut. Die Ecke kommt rein. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Alexander Arnold. Diogo Jota. Ball wieder zu Thiago. Flanke Thiago. Das Zuspiel von Thiago wird abgefangen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Das war's für heute. Es gibt also eine Niederlage für Liverpool. Aus dieser deutlichen Niederlage müssen Sie lernen. Ich glaube, Sie wissen auch, das war zu wenig heute. Da hat kaum etwas gestimmt. Sie müssen die ein oder andere Schwäche abstellen. Dann läuft es im nächsten Spiel ganz anders. Da bin ich mir sicher. Da sind Sie da. So, jetzt kommt der Wechsel. Ganz klar, die wollen mehr als dieses Remis und vielleicht geht ja noch was. Die Ecke kommt. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Platz zum Kontern. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Thiago! Klasse ausgeführt, dieser Konter. Und da fehlt dann am Ende nicht viel. Ja, sah gut aus, was Sie da gemacht haben. Das können Sie, das haben Sie drauf. Gute Aktion, Sie haben den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Mohamed Salah. Thiago. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Könnte den Konter geben. Pablo Sarabia. Matheus Cunha. Alisson hält. Bald ist noch im Spiel. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Liverpool mit dem Wechsel.
Pavard. Luis Diaz. Luis Diaz am Ball. Steilpass Fabinho. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann ist es schön zu sehen, wie er den Ball erst aufprallen lässt, wie er sich die Zeit nimmt und den Torhüter ganz ruhig überlistet. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen, die Fahne ist oben. Fabinho. Da hat Thiago viele Anspielstationen. Ball wird abgeblockt. Volley genommen. Den hält er natürlich. Er geht in den Strafraum. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Ja, toll gehalten. An der Stamford Bridge ist ein Tor gefallen. Wir gehen rüber ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Chelsea. Torschütze war Kai Havertz. Es war ein toller Volley, da haben wir wieder... Thiago mit der Chance. Doppelschlag, da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir diese kurze Schalte auf den anderen Platz leider unterbrechen mussten. Der Treffer also für Chelsea. Sie sind nun 3-0 vorne. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Matheus Cunha. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Diogo Jota. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Diogo Jota. Jetzt der Schuss! Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Es gibt ein Tor im Old Trafford, ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Manchester City. Der Torschütze Erling Haaland. Er hat den Ball da klasse durchgesteckt und ja, die Chance lässt er sich nicht nehmen. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Gespielt sind 79 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Pass wird abgefangen. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Super Trick, er kommt vorbei. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Er ist da und hat den Ball. Gefährlich, ganz sicher. Es gibt einen Wechsel. Ecke kommt in den 16er. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Abgepfiffen, das war abseits. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Pablo Sarabia. Diesen Pass holen sie sich. Diogo Jota.
Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieger ist heute Liverpool. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Noch 4 Clubs sind übrig im FA Cup. Es ist alles bereitet für ein spannendes Halbfinale. Bleiben Sie dran. Wir zeigen es Ihnen live aus dem Wembley Stadium. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Willkommen bei hervorragendem Fußballwetter im Wembley Stadium. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale im Emirates FA Cup. Arsenal gegen Liverpool. In so einem Halbfinale brauchst du natürlich vor allem von deinen Leistungsträgern 100%. Die müssen da sein, müssen vorangehen, müssen die anderen mitziehen. Mal gucken, bei wem das heute besser funktioniert. Arsenal ist eine der feinsten Adressen überhaupt im europäischen Fußball. Ja, und die ruhen sich nicht auf ihrer langen Tradition aus. Nein, nein, sie arbeiten weiterhin richtig gut, sind immer wieder vorne mit dabei. Und das ist natürlich ein Weltklasseverein. Hier ist die Aufstellung von Arsenal. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Aymeric Laporte spielt mit Virgil van Dijk in der Abwehr. Und offensiv bieten sie zu Beginn dieser heutigen Begegnung nur einen Stürmer auf. Das war der Anstoß der Gunners. Es kann losgehen.
Super Aktion, tolle Technik. Und dann ist der Ball doch weg. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Jetzt wieder der FC Arsenal am Ball. Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Gabriel Jesus erhält den Steilpass. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor, wichtiges Tor. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Salah. Fabinho jetzt. Ball wieder zu Thiago. Oh, Pfosten, aber der ist noch heiß. Fans können erstmal durchatmen. Weg natürlich, das Alu steht dem Ausgleich im Weg. Da wäre es fast passiert. Da wären sie fast wieder drin gewesen in diesem Spiel. Der nächste Angriff kommt direkt hinterher. Man spürt, sie machen Druck. Verteidiger ist da, er hat den Ball. Er hat natürlich in den letzten Tagen vor diesem Spiel Schlagzeilen gemacht. Denn er muss heute gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ist das nicht, oder Buschi? Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen oder lenkt ihn das alles ab? Er kennt die Fans, kennt den Club, aber hey, das ist ein abgebrühter Profi, dem macht alles drumherum nichts aus. Der wird heute seine Leistung bringen. Das sieht der Coach nicht anders, sonst würde er ja nicht spielen. Ja, gute Hereingabe, was machen Sie draus? Super gehalten von Ramsdale. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Dembélé. Den Ball hat die Abwehr. Jetzt können sie vielleicht kontern. Alexander Arnold. Ramsdale hält. Jetzt kommt die Ecke. Er bringt den Ball nicht raus. Thiago. Virgil van Dijk Ball. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ah, das ist natürlich nachlässig. Abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das Abseits, dann sortieren sie sich neu. Und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Ja, das war zu wenig. Stark gemacht, das könnte was werden. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Oh, was für eine Szene. Da hat sie das Aluminium gerettet, das war knapp. Aber jetzt haben sie den Ball. Ja, da hätten sie weiter davonziehen können. Es war viel Pech dabei. Ball landet am Aluminium. Das Ding hätten sie gerne mitgenommen. Da hat Thiago einige Optionen. Alexander Arnold. Ball wieder zu Thiago. Das könnte es sein. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke kommt in den 16er. Weiter gefährlich. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Arsenal hat im bisherigen Spielverlauf natürlich eine eher dürftige Ballbesitzquote. Aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz. Und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Im Moment haben sie den Ball. Mal sehen, was sie daraus machen. Ganz wichtig, da muss er hin. Fabinho. Mohamed Salah am Ball. Ballverlust Salah.
Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. So, Pausenpfiff. Das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Es geht weiter mit der zweiten Hälfte in diesem Spiel, in dem Liverpool im Moment noch mit einem Tor hinten ist. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie ja knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Thomas. Fabio Vieira. Partey. Thomas Partey. Ball wird hier erstmal geblockt. Jetzt der Schuss. Alisson mit der Parade. Klasse Tackling. Klasse ausgetrickst. Gabriel Jesus. Tor. Da ist es. Und damit sind sie jetzt mit zwei Toren vorne. Dieses Halbfinale läuft genauso, wie sie sich das vorgestellt hatten. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Thiago Alcantara. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Einwurf für Arsenal. Guter Pass jetzt. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Ja, da ist Platz jetzt. Laporte. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Fabinho. Ballverlust, Fabinho. So, was machen Sie draus? Er macht zu. Platz zum Konter. Der Schuss jetzt. Der Ball streift die Latte. Das war eng. Wechsel bei Liverpool. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Er versucht's. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Schauen wir mal drauf, gegen wen Liverpool als nächstes spielt, Buschi. Ja, es geht gegen Real Madrid im nächsten Spiel, im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. Oh, jetzt haben sie die Chance. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Ja, das haben sie geahnt nach dieser tollen Parade. Die Szene ist noch nicht vorbei und dann schaffen sie doch das Tor. So, Liverpool wechselt aus. Es kommen zwei neue Leute in die Partie.
ja, ja.